Einen recht schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zum ersten Mal in diesem Jahr bei unserer Sendung in deutscher Sprache begrüßen zu dürfen. Seien Sie willkommen. Unser heutiges Programm fällt heute kürzer aus. Interessant wird es aber ganz bestimmt. Wir legen los mit unserer Rubrik Themen. Er ist Landesvorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Von Beruf ist er aber Arzt. Ferner ist er auch Forscher, Fotograf, Reisefan und Familienvater. Mit Paul-Jürgen Pohr führte Christel Ungar ein Gespräch zu aktuellen Themen der deutschen Minderheit in Rumänien. Er ist Gründungsmitglied des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien und zurzeit übt er sein zweites Mandat als dessen Vorsitzender aus. Ich begrüße ganz herzlich bei unseren Themen Dr. Paul-Jürgen Pohr. Herzlich willkommen. Zuerst einmal, wie war der Rutsch ins neue Jahr? Gut, wie jedes Jahr, gefeiert, wie alle normalen Leute. 2018, das Jahr der Jahrhundertfeier, der 100-Jahr-Feier des modernen Rumäniens, war ja nicht gerade ein leichtes Jahr für die Deutschen in Rumänien. Wenn man so zurückblickt, wegen der Verleumdungskampagne, die einige Medien und einige Spitzenpolitiker geführt haben, wie hat man das erlebt, wie hat man dagegen wirken können? Das stimmt. Es war nicht ein leichtes Jahr für die Deutschen aus dem Grund, den Sie sagten. Wir haben uns jedes Mal an die Justiz appellierend gewählt, das heißt zuerst mal an die Antidiskriminierungsbehörde bzw. den Aufsichtsrat der Medienaufsichtsrat, aber dann auch personell vor Gericht. Einige Prozesse sind zu Ende gegangen, wir haben gewonnen, die meisten sind noch im Lauf oder die Betreffenden sind in Berufung gegangen, also auch wenn zum ersten Mal verurteilt, noch nicht definitiv. Aber meines Erachtens war es ein schweres Jahr auch für Rumänien. Und für die Rumänen insgesamt, denn es war ein Jahr, in dem systematisch der Rechtsstaat abgebaut wurde. Es wurden antiwirtschaftliche Maßnahmen ergriffen, die den Karren an die Wand fahren, um nur einen Teil der Versprechungen, die in der Wahlkampagne 2016 gemacht wurden, einzulösen. Mussten absolut ineffiziente, wirtschaftlich gesehen ineffiziente Maßnahmen ergriffen werden, also Investitionen sind fast null. Und der Staat hat große Schulden aufgenommen bei uns, bei den Bürgern, bei den Banken im Ausland, Weltbank, Währungsfonds. Und das werden auch noch unsere Kinder bezahlen. Und apropos Jubiläumsjahr, der Höhepunkt der Ironie, gerade in diesem Jahr der großen Vereinigung ist das rumänische Volk gespalten wie noch nie. Leider. Und das geht weiter, auch 2019, soweit ich das überblicken kann. Wie kann man überhaupt diese Spaltung überbrücken? Man hat immer wieder den Eindruck, dass es richtige Schluchten sind, die hier entstanden sind, inmitten der rumänischen Bevölkerung. Diese Schluchten wurden absichtlich geschaffen. Und eine neue Schlucht wäre geschaffen worden, wenn das Referendum durchgegangen wäre. Zum Glück ist es zum Indifferendum verkommen. Aber die Schluchten sind da, politisch gesehen. Genau. Gibt es aber eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, auch als Demokratisches Forum der deutschen Rumänen? Ja, wir sagen ja immer, dass wir eine Brückenfunktion wahrnehmen, nicht nur zwischen Rumänien und Deutschland oder sagen wir dem deutsch sprechenden Mitteleuropa, also auch Österreich und der deutsch sprechenden Schweiz, sondern auch zwischen der Majorität und den anderen Minderheiten. Das machen wir auch, aber wir sind viel zu wenige, um etwas effizient diesbezüglich zu bewirken. Mhm. 2018, wenn Sie zurückblicken, wie war es für das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien? Wir haben unsere Arbeit gemacht, sehr viele Kulturveranstaltungen und so weiter, wie jedes Jahr. Banatertreffen, Sachsentreffen und so weiter. Die meisten sind ja auf lokaler Ebene. Die deutsche Sendung hat da meistens auch immer sofort berichtet. Dafür sind wir dankbar. Und auch die ADZ, also ich will da nicht mehr viel weiter sagen. Sicher, ein Großteil unserer Energie und unserer Zeit musste eben wegen dieser Verleumdungskampagne verschwendet werden, um Rechtsanwälte zu suchen. Diese muss man auch bezahlen und die Bukarester Rechtsanwälte sind nicht gerade billig. Aber wir sind das schuldig, dass wir diese Prozesse anstreben. Warum will das noch einmal auf? Worum ging es eigentlich? Das Forum wird beschuldigt,
Nachfolger einer Nazi-Organisation zu sein, nämlich der, der Deutschen Volksgruppe. Die wurde ja bekanntlich 1940 gegründet. Fast alle deutschen Vereine, also der Siebenbürger Sachsen und der Banater Schwaben, wurden zwangsaufgelöst und mehr oder weniger in diese neu gegründete Deutsche Volksgruppe aufgenommen, inklusive meistens auch mit deren Eigentum, teilweise auch Kircheneigentum. Das war tatsächlich eine faschistische Organisation. Und die wurde 1944 oder nach Kriegsende als solche verurteilt und das ganze Eigentum wurde verstaatlicht. Also der rumänische Staat hat dieses Eigentum bekommen. Und jetzt sind gewisse Leute aus den Regierungsparteien und deren Medien, die sagen, dass wir, also sie suggerieren die Idee, dass wir Nachfolger dieser sei, also auch ideologisch, nicht nur Rechtsnachfolger. Und das ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel, man kann nicht sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland, obwohl rechtlicher Nachfolger von Nazi-Deutschland, aber nur Rechtsnachfolger, nicht ideologisch. Oder dass Rumänien jetzt zum Beispiel weiter kommunistisch sei. Und ist das eigentlich ein Thema, weil das immer wieder aufgegriffen ist, weil es um ein Eigentum geht des rumänischen Staates? Oder das Eigentum, das das Hermannstädter Forum zurückverlangt hat, als rechtlicher Nachfolger, ist ein einziges Haus in dieser Stadt und das ist das Binder-Museum, das Paul-Binder-Museum. Und das ist weiter Museum. Das Forum hat da überhaupt keine Vorteile. Also es geht nicht um Hunderte von Gebäuden. Nein, das ist ja das Perverse an der Sache. Das wird dem Leser oder dem Fernsehzuschauer, der nicht Bescheid weiß, suggeriert. Schulen und Kindergärten und was weiß ich, wie viele Häuser und so weiter. Es geht um ein einziges Haus am Kleinen Ring, wo das Paul-Binder-Museum war und weiter ist. Was sehen Sie für 2019 auf uns zukommen? Also, es stehen ja die Präsidentschaftswahlen an. Eben in Anbetracht dessen wird diese Verleumdungskampagne wenigstens so weiterlaufen, wenn nicht noch viel ärger. Wir sind auf alles gefasst. Sicher, wir sind nur kollaterale Opfer. Johannes ist, auf den wird gezielt, aber er war eben der Vorsitzende dieser Nachfolgeorganisation der Nazis. Und wir sind eben dieser Nachfolger. Also ich versprich mir da keine Besserung. Ansonsten werden wir auch bei den politischen Events teilnehmen. Es ist hier in Hermannstadt Summit geplant. Wir werden da einige wichtige Begegnungen haben, die schon programmiert sind. Wir werden unsere unseren Wählern suggerieren, möglichst zahlreich an Europawahlen teilzunehmen und selbstverständlich an Präsidentschaftswahlen und unseren Kandidaten wählen. Wie wird das aber sein bei den Europawahlen? Wo steht da das Demokratische Forum? Da müssen wir erst sehen, wer kandidiert. Und wahrscheinlich werden wir den Leuten nur sagen, dass sie wählen gehen sollen und nicht wen sie wählen sollen, welche Partei. Das müssen wir aber zuerst sehen, welche Parteien mit welchen Leuten kommen. Es sieht ja so aus, dass wichtig ist, dass keine europafeindlichen Parteien, auch aus Rumänien, nicht in die, ins EU-Parlament gewählt werden. Die Vorzeichen sind aber, dass die Menschen nicht so willig sind, bei den Europawahlen teilzunehmen. Sicher, desto weiter diese Sachen sind, desto kleiner ist das Interesse. Also bei Lokalwahlen gehen die meisten hin. Denn sein Bürgermeister und sein Gemeinde- oder Stadtrat, den will er haben. Dann bei den Parlamentswahlen, das ist schon etwas verschwommener, da sind die da in Bukarest. Und da gehen schon weniger hin, leider. Und bei den Europawahlen noch weniger. Das weiß man aus den letzten Ja, nicht nur bei uns ist das so. Das ist im restlichen Europa auch so, leider. Aber wohin wird das führen, wenn das immer weniger werden? Ja. Man sieht wie eine Demokratie zugrunde gerichtet werden kann. Absolut demokratisch. Mhm. Durch die Mehrheit im Parlament. Was ja zurzeit hier so geschieht. Eben. Nicht nur hier, auch in Ungarn, teilweise auch in Polen. Von der Türkei nicht zu reden. Das ist schon mehr als Autokratie, schon fast Diktatur. Aber die Richtung, in die wir uns bewegen, wenn das so weitergeht, ist dieselbe, leider. Und da steht Europa wahrscheinlich in Frage? Sicher. Man sieht es ja jetzt schon. Man sieht es in Frankreich, man sieht es in Deutschland, man sieht es vor allem in Italien, jetzt nach den letzten Wahlen. Und nicht nur.
Und trotzdem hat Rumänien ja jetzt die EU-Ratspräsidentschaft übernommen für ein halbes Jahr. Was versprechen wir uns davon? Also ich bin froh, wenn wir uns nicht so große Blößen da leisten. Also dass wir glimpflich davon kommen, ohne große Fauxpas seitens unserer Regierungsvertreter und Vertreterinnen. Und das Summit, was wird es uns bringen? Der Summit wird vor allem für Herrmannschaft was bringen. So wie man von Verträgen von Maastricht spricht oder von Lissabon, so wird man wahrscheinlich nach dem Summit hier über die Hermannstädter Verträge sprechen. Und das wird die Sichtbarkeit der Stadt in Europa und in der Welt noch größer machen. Das verspreche ich mir davon und ich glaube, ich werde recht behalten. Was sind die großen Schwerpunkte 2019 für das Forum? Wie gesagt, politisch die Wahlen, von denen ich eben sprach. Ansonsten weiter unsere Tätigkeiten, sozial, kulturell, schulisch und so weiter. Das geht weiter, das ist nichts Neues für 2019. Und wo drückt der Schuh? In der Schule zum Beispiel, bei den Lehrbüchern. Das ist aber leider ein Problem der gesamten Schule in Rumänien, nicht nur der deutschsprachigen, also deutscher muttersprachlicher Unterricht. Auch viele rumänische Klassen haben keine Bücher. Mal ist es der Manual Unic, mal wieder nicht. Dann kommt einer mit einem Geografiebuch und einem Geschichtebuch lauter Fehler. Dann wird das wieder eingestampft und nach einem Monat kommt ein neues heraus. Also das Chaos ist leider landesweit. Bei uns ist das noch ausgeprägter, denn ein Lehrbuch in deutscher Sprache ist noch unrentabler wegen der Auflage. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Verlag haben, der, sagen wir, drei rumänische Bücher druckt, dass er im Paket auch ein deutsches druckt. Ein zweites Problem betreffend die Schule ist der Lehrermangel, nicht der Schülermangel. Obwohl wir eine kleine Anzahl von Deutschen in Rumänien sind und man die Altersstruktur so ist, wie auch in Rumänien allgemein und auch in Europa, fast in allen Ländern, ist nicht das Schülerproblem, kurioserweise ein Problem, denn die Rumänen, die Majorität, schicken ihre Schüler in unsere Schulen, sondern das Lehrerproblem. Es gibt Schulen, wo zum Beispiel Geografie oder Botanik oder was weiß ich, irgendein Gegenstand, rumänisch unterrichtet wird, weil kein Geschichtelehrer da ist, der die deutsche Sprache beherrscht. Und es werden immer weniger? Ja, zum Glück haben wir da die Hilfe der Bundesrepublik. Das haben wir den Vertretern des Bundestags beweisen können. Sie waren hier, auch aus dem Haushaltsausschuss, haben gesehen, was für Schulen wir haben, auch jetzt, nicht nur Tradition von 1300 und. Und diese Aufbesserung, finanzielle Aufbesserung, die zweimal im Jahr als Prämie, wegen dem Aufwand, der sonst so groß wäre, wenn man das monatlich machen würde, war es ein effizienter Stopp. Der Abwanderung der Lehrer aus unseren Schulen bzw. der Kindergärtnerinnen. Denn die Gehälter der Lehrer und Kindergärtner sind wieder landesweit, es geht um alle Lehrer und Kindergärtner, verhältnismäßig klein. Und wenn eine Anfängerin, die zum Beispiel zur Kindergärtnerin ausgebildet wurde und jetzt einem halben Jahr in einem Kindergarten die Kinder da erzieht, kommt einer von Siemens oder Continental oder sonst einer Firma, der braucht eine deutsch sprechende Sekretärin, die muss Computer können, das kann sie, vielleicht auch Kaffee kochen und der bezahlt ihr das Fünffache und nächste Woche ist sie weg und wir haben eine Kindergärtnerin verloren. Also diese Abwanderung wurde dadurch gestoppt. Das ist schon ein Erfolg. Ja, absolut. Deshalb ging das auch weiter. Das ist jetzt im vierten Jahr und nicht nur, dass es weiterging, aber die Summe wurde von Jahr zu Jahr immer um etwas erhöht. Was beweist, dass in Augen der Bundesrepublik bzw. des Bundestags diese als effiziente Maßnahme anerkannt wird. Sie haben ja von diesem Bild des Forums gesprochen. Nicht nur, das ist die Altersstruktur in Rumänien, also wenig Jugend und viele Alte. Bei den Deutschen in Rumänien ist das noch ausgeprägter, aber dasselbe ist auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Wenn wir aber jetzt aufs Forum zu sprechen können, kommen, Sie sprechen darüber, dass die Schüler aus den rumänischen Familien kommen und in die deutschen Schulen
gehen. Was macht man nachher mit ihnen? Verliert man sie? Das sind ja viele Schüler, das ist auch eine Basis. Ja, sie machen auch im Forum mit, nicht nur in Tanzgruppen und so weiter, sondern auch sonst. Im Forum können sie nur sympathisierende Mitglieder werden, weil unser Statut das so vorsieht. Wir sind ein Verband der deutschen Minderheit. Wir sind nicht ein deutsch sprechender Club. Uns wird sich auch nichts daran ändern. Wenn sich was ändern würde, dann würden wir unsere Finanzierung riskieren. Denn wir werden sowohl von der rumänischen Regierung als auch von der Bundesregierung als Verband der deutschen Minderheit kofinanziert. Also wird man nicht 2019 am Statut arbeiten? Nein, nein, wir haben das Statut schon sowieso geändert vor etwa einem guten Jahr. Das bleibt jetzt gültig. Also wir wünschen Ihnen ein gutes 2019 mit allen Höhen und Tiefen und nicht nur als Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen Rumänen. Sie sind ja immer noch Arzt und Sie leiten auch noch eine Klinik, so nebenbei, um es so zu sagen. Was meinen Sie als Arzt, wie wir 2019 werden für Rumänen? Also ich wünsche Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern vor allem die Gesundheit, eben als Arzt. Nicht nur, weil das rumänische staatliche Gesundheitswesen hinkt. Ich wünsche ein Jahr nur mit Höhen oder mit möglichst wenig Tiefen. Und wie ich schon vorhin beim Bischofsempfang sagte, es solle nicht ein mittleres Jahr werden. Das heißt, schlechter als 2018 und besser als 2020. Dankeschön und wir sehen Sie immer wieder gerne hier im Demokratischen Forum der Deutschen in Heimatstadt. Auch ich danke. Vor knapp 100 Jahren, am 8. Januar 1919, beschlossen die in Mediasch versammelten Vertreter der Siebenbürger Sachsen angesichts der Karlsburger Beschlüsse vom 1. Dezember 1918 die rumänische Sache zu unterstützen. Sie leisteten somit einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung Großrumäniens und der Aufruf an unser Volk wurde zum Meilenstein in der 800-jährigen Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Im Laufe des Weltgeschehens gibt es Scheidewege, an denen die Geschichte zwischen gegensätzlichen Lösungen zu zögern scheint. Der Erste Weltkrieg veranschaulicht vielleicht besser als jedes andere Ereignis diese Art von Situation. Niemand hatte sich in jenen ersten Tagen des Sommers 1914 vorstellen können, dass der Krieg an der Türe klopft. Die komplizierte Balkankrise war soeben infolge der beiden Balkankriege 1912 und 1913 gelöst worden und eine Zeit der Entspannung schien überaus willkommen. Der Blitz traf aus heiterem Himmel. Das Attentat in Sarajevo am 28. Juli 1914 von einem serbischen Patrioten verübt. Erzherzog Franz Ferdinand, der österreichisch-ungarische Thronfolger, fiel ihm zusammen mit seiner Gattin zum Opfer. Man mag die Tatsachen noch so viel verdrehen und wird doch zu diesem Schluss kommen. Der springende Punkt des großen Krieges ist das Attentat in Sarajevo. Nichts anderes deutete auf eine akute Gefahr. Die Unentschlossenheit der Geschichte machte sich nicht nur beim Ausbruch des Krieges spürbar, sondern auch bei dessen Abschluss. Deutschland musste den Krieg verlieren. Ist dem aber wirklich so? Wir wissen heute, dass es verlieren musste, weil es auch tatsächlich verloren hat. Aber die Geschichte ist nicht vorgeschrieben. Im Laufe der vier Kriegsjahre ist vorerst ein relatives Gleichgewicht zwischen den beiden Gegnern festzustellen. Aber seit den ersten Tagen und bis kurz vor dem Ende mit einem leichten Vorsprung für Deutschland. Ein Vorsprung, der gegen Ende 1917 und Anfang 1918 wenigstens dem Schein nach an der Ostfront immer schwerwiegender wird, nachdem Russland aus dem Krieg scheidet. Deutschland hat den Krieg verloren, hätte aber genauso gut siegen können. In all jenen Jahren trieb die Geschichte ihr Spiel auf Messerschneide.
Letzten Endes hat Rumänien den Krieg verloren, aber den Frieden gewonnen. Als ob es sowohl gegen die einen als auch gegen die anderen den Sieg davongetragen hätte. Die Zeit war reif geworden. Für ein großes Rumänien, für Großrumänien. Die Waffen standen still. Die Politik war dran und diplomatisches Geschick gefragt. Vier Großreiche gehen im Ersten Weltkrieg unter. Österreich-Ungarn, das Osmanische, das Russische und das Deutsche Reich. Die Absicht der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg war es unter anderem, eine Pufferzone zwischen Deutschland und Russland zu schaffen. Woodrow Wilson, der Präsident der Vereinigten Staaten, hielt am 8. Januar 1918 eine programmatische Rede vor den beiden Häusern des US-Kongresses, wo er ein 14-Punkte-Programm präsentierte, das die Grundzüge einer Neuordnung für das vom Ersten Weltkrieg erschütterte Europa enthielt. Zwei Monate nach Woodrow Wilsons Rede am 9. April 1918 beschloss der Landesrat in Chisinau, den bislang zu Russland gehörenden östlichen Teil der Moldau mit Rumänien zu vereinigen. Diesem Beispiel folgte die verfassungsgebende Versammlung der Bukowina am 27. Oktober 1918. Am 18. Oktober 1918 wird Alexandru Vaida Voivod, ein prominenter rumänischer Politiker, die Selbstbestimmungserklärung im Budapester Parlament vorlesen. Am 1. Dezember 1918 durch die Proklamation von Karlsburg treten Siebenbürgen, das Banat, das Kreischland und die Maramureș dem rumänischen Königreich bei. Die Sachsen in Siebenbürgen standen vor der wichtigsten Entscheidung in ihrer jahrhundertelangen Existenz. Zeit, nicht? Man hat seinen Eid geschworen auf den österreichisch-ungarischen König und Kaiser Franz Josef. Man hat es noch einmal wiederholt mit Karl dem Ersten bzw. Karl dem Vierten. Man hat jahrhundertelang mit den Habsburgern, mit den Ungarn Regeln des Zusammenlebens gefunden, nicht? Privilegierung, Kampf für die Privilegierung, Konflikte, Magyarisierung, Lösungen gegen die Magyarisierung. Aber man war es gewohnt und man wusste nicht, was jetzt kommt. Noch im Oktober bei einer Sitzung des Zentralausschusses wurde dieser Beschluss gefasst, die Treue dem ungarischen Vaterland. Aber inzwischen hatte sich die Situation sehr stark verändert. Beziehungsweise es hatte die große Nationalversammlung in Karlsburg stattgefunden. Ja? Die Rumänen hatten angefangen, die Verwaltung Siebenbürgens zu übernehmen. Zweitens, die rumänische Armee war auf dem Vormarsch begriffen, während die deutsche Armee den Rückzug antrat. Drittens, die ungarische Verwaltung löste sich auf. Also war es für alle klar, zumindest Ende November, Anfang Dezember war es für alle klar, dass Siebenbürgen zu Rumänien gehören wird. Die Entscheidung war nicht leicht zu treffen. Seit eh und je hatten die Sachsen unter einer anderen Verwaltung gelebt. Sie hatten zuletzt gegen die Zwangsmadjarisierung gekämpft, konnten sich jedoch nicht vorstellen, dass der Erste Weltkrieg sie vor eine Kapitalentscheidung stellen wird. Sie wussten wenig über die Rumänen und darüber, was von ihnen zu erwarten sei. Am 23. Oktober 1918 noch hatte Rudolf Brandsch im Budapester Parlament die Loyalität der Siebenbürger Sachsen zum damaligen ungarischen Staat verkündet. Der November sollte aber eine klare Änderung in ihrer Haltung mit sich bringen. Das brachte zunächst einmal einen neuen Staat. Ja? Sie haben jahrhundertelang anderen Staaten angehört und plötzlich gehörten sie zu Rumänien. Ja? Das mussten sie erst mal abfinden damit. Sie wissen ja, wir Siebenbürger Sachsen brauchen eine Zeit, bis wir uns entscheiden. Und wenn es dann entschieden ist, dann ist es auch wohl überlegt. Und sicher hat er eine Zeit gebraucht. Es war ja, wie gesagt, auch eine Entscheidung, die ja sehr weitläufig, die sehr tiefgründig, die ja über die Kräfte eigentlich der Siebenbürgischen Kirche hinausging damals. Und besonders in dem Zeitpunkt 1918, nach dem Zusammenbruch von all dem, was ja vorher auch war. Die Sachsen waren eigentlich nicht bereit dafür. Es war ein Umbruch
in ihrer Geschichte. Zum ersten Mal in der siebenbürgisch-sächsischen Geschichte findet ein Übergang statt ohne Verträge, wie 1691 zum Hause Habsburg, 1867 der Ausgleich Österreich-Ungarn. Aber 1919 findet dieser Übergang ohne einen Vertrag statt. Unter den Umständen und der neuen Realität hatten die Sachsen in kürzester Zeit eine Entscheidung zu treffen. Die Kompromisspolitik des Karl Wolff war unter den jungen sächsischen Politikern stark umstritten. Hans Otto Roth äußerte sich sehr deutlich dazu und der siebenbürgisch-sächsische Zentralausschuss brachte seine Stellungnahme ein. Dieser Gesichtspunkt, unterstützt von Rudolf Brandsch, verbreitete sich rasch unter den führenden Vertretern der Siebenbürger Sachsen. Doch keiner sollte bei der Karlsburger Volksversammlung anwesend sein. Es war eine Nationalversammlung der Rumänen. Ja? Man muss jetzt auch wissen, die Rumänen haben über Jahrhunderte, waren sie ausgeschlossen von der politischen Vertretung. Es war diese Unio Trium Nationum, sie waren nicht so schlimm, wie sie in den Schulbüchern dargestellt wird. Aber es waren eben die Stände des ungarischen Adels, der freien Segler und der freien Sachsen. Ja? Und die Rumänen haben seit dem Supplex Libellus Valachorum immer gesagt, wir wollen der vierte Stand sein und haben es nicht geschafft. Oder es wurde ihnen nicht erlaubt. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker aufzutreten, eine politische Entscheidung zu treffen. Da brauchen sie keine andere. Knapp einen Monat nach dem 1. Dezember 1918 wurde die Vertreterversammlung der Siebenbürger Sachsen nach Mediasch einberufen. Hier sollten sie über ihre Zukunft bestimmen. 138 Mitglieder des Siebenbürgisch-Sächsischen Zentralausschusses und des Deutsch-Sächsischen Nationalrats für Siebenbürgen versammelten sich in der Aula des Mediascher Lyzeums, um hier Geschichte zu schreiben. Die Führer der Sachsen von damals, beziehungsweise die Mitglieder des Deutsch-Sächsischen Nationalrates, im Prinzip Adolf Schulerus, er war der Vorsitzende dieses Nationalrates, hat am 2. Januar 1919 diese Versammlung nach Mediasch einberufen. Erstens war Mediasch zentral gelegen und zweitens hatten die Mediascher schon lange im Voraus verlangt, dass man eine Sitzung mal auch in Mediasch hält, nicht immer in der Hermann- und Hauptstadt. Ich glaube, man wollte die Sache nicht zu hoch hängen und das nicht in Hermannstadt machen. Ja? Denn in Hermannstadt war ja schon der Consilio Dirigent, hier wo die Ceferre später war. Man wollte es nicht sozusagen symbolisch unter dem Druck der neuen Herrscher machen, sondern man wollte zeigen, wir entscheiden uns frei und unabhängig und nicht unter der Fuchtel des leitenden Regierungsrates. Die Debatten waren stürmisch. Mehrere Projekte wurden vorgestellt. Nicht alle waren am Anfang mit der Endresolution einverstanden. Die Abwesenheit schwerwiegender Persönlichkeiten wie Bischof Teutsch oder Karl Wolff wurde auch als ein Zeichen des Nicht-Einvernehmens gedeutet. Im Prinzip musste die Versammlung um 10 Uhr beginnen, konnte aber nicht beginnen, weil sich ein Vertreter der Militärzensur angemeldet hatte. Und unter dem Beisein eines Vertreters der Militärzensur kann man von keinen freien Debatten sprechen. Deshalb wurde interveniert bei Dr. Dionysia Roman, der war Präfekt des Kreises Großkockeln, der Navamare, und ehemaliger Absolvent der Stefan-Ludwig-Roth-Schule. Und bei dem wurde dann, mit dem wurde gesprochen, er hat mit Julio Magnu gesprochen und Julio Magnu hat dann bewirkt, dass der Vertreter der Zensur nicht dabei ist. Also waren die Debatten absolut frei, haben um 1 Uhr begonnen. In vielen Büchern steht, dass sie 8 Stunden gedauert haben. Sie haben nicht mehr als 7 Stunden gedauert. Und gegen Abend wurde dann durch Aufstehen, alle Delegierten sind dann aufgestanden und haben die Erklärung, die Mediascher Entschließung, wie sie heißt, in der dritten Lesung angenommen. Die Weltereignisse haben für das Gebiet, auf dem das Volk der Siebenbürger Sachsen vor fast 800 Jahren seine Heimat begründet hat, neue Tatsachen geschaffen. König Ferdinand von Rumänien hat in seinem Dekrete vom 27. Dezember 1918 die Herrschaft über dieses Gebiet ausgesprochen und angetreten.
Der zahlreichste Volksstamm Siebenbürgens und der angrenzenden Teile Ungarns aber hat in seiner Karlsburger Nationalversammlung den Anschluss an Rumänien erklärt. Angesichts dieser Tatsachen und in der Überzeugung, dass sich hier ein weltgeschichtlicher Vorgang vollzieht, spricht das sächsische Volk in Siebenbürgen, indem es sich auf den Boden des Selbstbestimmungsrechts der Völker stellt, seinen Anschluss an das Königreich Rumänien aus und entbietet dem rumänischen Volke seine brüderlichen Grüße und herzlichen Glückwünsche zur Erfüllung seiner nationalen Ideale. Das sächsische Volk Siebenbürgens trägt damit nicht nur der weltgeschichtlichen Entwicklung Rechnung, sondern auch dem inneren Rechte des rumänischen Volkes auf Vereinigung und Staatenbildung und spricht die zuversichtliche Erwartung aus, dass sich das rumänische Volk und der rumänische Staat, dem das sächsische Volk seine alterwerte Tüchtigkeit zur Verfügung stellt, ihm gegenüber immer durch vornehme und gerechte Gesinnung leiten wird. Eine Gewähr hierfür sieht es in den Karlsburger Beschlüssen der rumänischen Nationalversammlung, in denen ausgesprochen ist, dass jedes Volk sich in seiner Sprache und durch seine Söhne leiten, unterrichten, verwalten und rechtsprechen und in Gesetzgebung und Regierung die entsprechende Vertretung erhalten soll, die für Kirche und Schule Autonomie gewährleisten und überhaupt eine gerecht und wohlwollende Berücksichtigung aller freiheitlichen, nationalen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte des Volkes und damit auch unseres Volkes verbürge. Eigentlich ist es eine Proklamation an unser Volk. Also diese Proklamation, die wurde noch am selben Abend, am 8. Januar, unter der Form einer Sonderausgabe der Mediascher Zeitung bekannt gemacht, die erste Zeitung, welche diese Proklamation gebracht hat. Eigentlich wurde dort wenig gefordert, sondern mehr die Hoffnung ausgedrückt, dass die Rechte des siebenbürgischen Volkes gesichert werden. Und man baute auf die Erklärung von Karlsburg vom 1. Dezember, wo diese Rechte proklamiert wurden. Die Sachsen haben ja nur gesagt, in Alba Iulia habt ihr uns versprochen, kulturelle Autonomie, Selbstverwaltung, eigene Sprache und so weiter und so fort. Und auf der Grundlage dieser Versprechungen von Alba Iulia geben wir unsere Zusage. Darum waren ja dann nachher bei den Verhandlungen um die neue Verfassung Rumäniens, da gab es ja recht große Diskussionen, weil diese Verfassung weit hinter der sehr demokratischen Entscheidung vom 1. Dezember 1918 war. Der Vorsitzende des Kreisausschusses, Michael Ambrosi, schrieb in einem Beitrag in der Mediascher Zeitung, dass der Beschluss der Vertreterversammlung von Mediasch am 8. Januar 1919 der wichtigste überhaupt in der jahrhundertelangen Geschichte der Siebenbürger Sachsen sei. Er erkennt das Recht auf Selbstbestimmung an, auch für die Siebenbürger Sachsen. Nicht alle waren aber damit einverstanden. Wiederum meinten einige, man solle die Beschlüsse der Friedenskonferenz in Paris abwarten. Das war die wichtigste Entscheidung. In 800 Jahren hatte man keine solche Entscheidung treffen müssen. Und Michael Ambrosi, der hat auch einen Artikel veröffentlicht in der Mediascher Zeitung vom 1. Januar, die Schicksalsstunde unseres Volkes, ja, in der er diese ganzen Gedanken klarlegt. Es war damals sicher die richtige Entscheidung. Man hatte zwei Entscheidungen offen, das war von den zweien sicher die richtige. Wenn man sich für Europa hätte entscheiden können, wie man es heute kann, dann wäre sicher das die erste Option gewesen. Es war so, denn es hat das Verhältnis der Siebenbürger Sachsen zum neuen großrumänischen Staat nachhaltig geprägt. Das kann man lesen in dieser ersten Broschüre, die schon 1919 publiziert worden ist. Wer sind und was wollen die Sachsen in Siebenbürgen? Da gibt es ein sehr schönes Vorwort von Nikolai Jorga, wo eben der Jorga sagt, wir danken euch eine jahrhundertelange Geschichte und Kultur, aber wir danken euch auch dafür. Und diese Dankbarkeit
war ja, hatte eine sehr tiefe Wurzel. Es war ja noch nichts entschieden. Wir dürfen nicht vergessen, der 1. Dezember war ein Entschluss des rumänischen Volkes. Aber das war völkerrechtlich nicht anerkannt. Das musste erst in Trianon und in Versailles und so weiter, in Pariser Vorortverträgen ausgehandelt werden. Es war klar, von einer anderen Minderheit bekommt man so eine Zusage nicht, so eine Einverständniserklärung. Und es war aber schon wichtig zu sagen, dass auch Minderheiten einverstanden sind mit der Gründung, mit der Bildung des neuen großrumänischen Staates. Und damit haben sie sich eine Position erarbeitet, die während der ganzen Zwischenkriegszeit gehalten hat, auch wenn vieles enttäuscht worden ist. Es hätte wie auch immer ausgehen können. Die Entscheidung war nicht vorgegeben. Angesichts der Entwicklungen, die voll im Gange waren, lief aber alles in eine einzige Richtung. Der des Einverständnisses für den Anschluss an Rumänien. Es wäre eigentlich nicht möglich gewesen, denn man musste die Rechte des sächsischen Volkes sichern. Und das konnte man nur sichern, wenn man sich vor den Friedensverträgen eindeutig Position nahm. Entweder für Ungarn oder für Rumänien. Im November noch hatte man gesagt, wir nehmen weder für Ungarn Stellung noch für Rumänien. Aber die Sachen hatten sich geändert. Man musste das vor den Friedensverträgen, weil auch die Forderungen vom Regierungsrat in Hermannstadt und auch vom Militär sehr groß waren, diesen Beschluss zu fassen. Diese Entscheidung ist ja auch, muss man auch bedenken, man kam ja von 400 Jahren Habsburger-Ungarischem Reich. Und die Erfahrungen und auch die Versprechen, die die Habsburger, das Ungarische Reich gegeben hatte, auch den verschiedenen Ständen, verschiedenen, sagen wir heute, Minderheiten damals, ja, in dem, hat man ja auch nicht gehalten. Und nach all dem und auch noch Ende des Krieges, was sich da getan hat, war sicher das Vertrauen in diese damalige langzeitige Macht gebrochen. Und es konnte nur besser sein in den neuen Umständen. Man muss einmal sagen, es fand eine Neuordnung Europas statt. Sehr viele Deutsche sind von gestern auf heute Minderheit in einem anderen Staat geworden, in Polen, in Ungarn, in Tschechoslowakei damals. Und in keinem dieser Länder haben die Deutschen, diese deutsche Minderheit, für die Gründung dieses neuen Staates votiert. Die einzigen in ganz Europa waren die Siebenbürger Sachsen. Ja? Und sie hätten also auch die Option gehabt, zu sagen, nicht. Ja? Haben sie aber nicht getan. Auch aus der Erfahrung der gemeinsamen Politik, auch Kulturpolitik, gegen die Magyarisierungsbestrebungen Budapests. Nicht? Man darf nicht vergessen, Saguna und Deutsch, die haben hier eng zusammengearbeitet und haben dieses konfessionelle Schulsystem geschaffen, weil sie eine Lücke in der ungarischen Gesetzgebung gesehen haben, dass nur an konfessionellen Schulen kann in der Verkündigungssprache der Kirche unterrichtet werden. Das haben die beiden miteinander ausgeheckt. Also es gab jahrhundertelang sehr enge und positive Kontakte. Und dann dieser gemeinsame Kampf gegen diese Magyarisierungspolitik, die hat dann noch mehr verstärkt, diese Bande. Was darauf folgte, war allerdings nicht immer in ihrem Sinne. Ein erster Schlag, der die Existenzgrundlagen des muttersprachlichen Unterrichts schwer traf, war die Bodenreform von 1921. Das hat die Siebenbürger Sachsen als Personen nicht so stark betroffen, denn das waren ja keine Großbauern, das waren keine Adligen, denen man sehr viel Boden genommen hat. Betroffen hat es die Kirche, den Kirchenbesitz. Und das war ja das große Problem, dass sehr viel Kirchenbesitz verloren gegangen ist, mit dem die Kirche die Schulen bezahlt hat. Und plötzlich konnte man die Lehrer nicht mehr bezahlen. Es war Unruhe, Unzufriedenheit. Der Anfang von diesen unzufriedenen Bewegungen, die dann zu Fritz Fabricius, später noch zu viel übleren Sachen, Andreas Schmidt und so, geführt haben. Die Kirche, die wurde davon betroffen, aber man muss auch die andere Seite der Medaille sehen. Ja? Also man sieht immer nur die eine Seite. Ja, wir haben viel verloren. Gut, aber man muss auch von der anderen Seite sehen. Nicht? Die Erwartungen waren von der anderen Seite sehr groß,
und der Regierungsrat hatte keine Wahl. Damit war ja den Leuten so die Existenz ja genommen oder man war genötigt, große Sprünge zu machen, damit man in der Zeit überleben kann, dann auch noch Kirche aufbauen kann, die Vereine, die es damals gab, die Schulen, die gebaut wurden oder schon gebaut waren, zu erhalten. Das hat die Kirche sehr belastet, wie die Gläubigen und die Menschen sowieso auch. Es hat auch die Kirche belastet. Es war sehr schwierig, besonders die Bildungseinrichtungen in der Zeit, auch bis zum Zweiten Weltkrieg, zu erhalten. Das war eine wahre Herausforderung. Weitere Schläge folgten. Viele von den Versprechungen von Karlsburg zu den Minderheitenrechten, auf die die Sachsen gebaut hatten, wurden nicht eingehalten. Das führte zu heftigen Debatten und Stellungnahmen im Parlament. Es war die Debatte um die neue Verfassung. In dieser Verfassung waren eben Elemente drin, die krass widersprochen haben dem, was in Alba Iulia beschlossen worden ist. Und dann hat der Adolf Sulerus einen Text der rumänischen Nationalpartei von 1908 genommen und hat ihn auf Deutsch vorgelesen. Ich würde meine Forderungen wie folgt formulieren. Hat das alles vorgelesen. Genau das, was auch in der Karlsburger Deklaration stand. Und dann gab es Proteste. Ihr wollt einen Staat im Staat. Und drei, vier haben da laut dazwischen gerufen. Ist alles dokumentiert in den Protokollen des rumänischen Parlaments. Und dann hat er gesagt, ich habe nur vorgelesen, was ihr selbst gefordert habt. War natürlich ein sehr intelligenter und wirkungsvoller Schachzug. Das kann man aber auch nicht so sagen, dass die Versprechungen nicht gehalten wurden. Sie wurden teilweise nicht eingehalten, zum Beispiel. Die siebenbürgerlich sächsischen Beamten blieben zu, sagen wir, 98% in ihrem Amt. Man hat das deutsche Schulwesen weiter hat existiert. Man konnte sich der deutschen Sprache bedienen und so weiter. Also es hatte sich eigentlich einige Sachen überhaupt nicht geändert. Die Entscheidung der Sachsen am 8. Januar 1919 in Mediasch war die wichtigste in ihrer bisherigen Geschichte, wäre aber nicht möglich gewesen ohne die starken Persönlichkeiten, die dahinter standen. Es waren natürlich vor allem Hans-Otto Roth, Rudolf Blanch, es war aber auch ein mit mir nicht verwandter Guido Gündisch, es waren die Pfarrer, die Bischöfe, der Friedrich Teutsch und so weiter, also es waren Leute, die Realpolitik gekonnt haben. Das waren Politiker. Sie waren auch jung, aber es gab auch diese Verbindung zu der früheren Generation der Reichstagsabgeordneten im ungarischen Parlament und so weiter. Es waren Politiker, die, wie man so sagt, mit allen Wassern gewaschen waren. Das ist das eine. Das andere, sie hatten natürlich auch Visionen und sie haben gesagt, so, das Alte funktioniert nicht mehr, das österreichische Reich ist, das Habsburgische Reich ist zusammengebrochen. Wir müssen Möglichkeiten einer Koexistenz mit dem Neuen finden. Und das haben sie dann sehr beherzt betrieben. Und man darf nicht vergessen, sie waren auch alle immer in den Minderheitenschutzorganisationen in Genf und so weiter dabei. Nation und Staat, eine der bedeutendsten Minderheitenschutzzeitschriften überhaupt im Laufe der Jahrzehnte. Von Rudolf Branch herausgegeben. Und also die haben eben dann versucht, auch einerseits die Koexistenz und die Kooperation mit dem rumänischen Staat, aber abgesichert mit dem Minderheitenschutz und mit der Kooperation mit diesen Organisationen. Niemand konnte damals die späteren Entwicklungen ahnen. Ein weiterer Weltkrieg kam mit noch mehr Unheil. Seine Folgen spüren wir auch heute noch. Und mit der kommunistischen Machtergreifung brach eine Welt zusammen. 1990, als ich gemerkt habe, wie da alles wegläuft, sozusagen, wie alle Strukturen zerfallen, habe ich mir nicht vorstellen können, dass hier nach 30 Jahren noch ein sächsisches Leben stattfindet. Ich habe das nicht laut gesagt, weil Historiker sollen nie in die Zukunft, also sind keine Propheten, ja. Ja, aber das, in meinem Inneren habe ich das geglaubt. Und wir sind nach 30 Jahren, sind sie stärker als je zuvor, anerkannter als je zuvor. Ein Repräsentant von ihnen ist Staatspräsident. Einige Entscheidungsträger der Mediascher Sternstunde starben in den Gefängnissen der Volksrepublik. Andere wiederum gerieten in Vergessenheit.
Die Geschichte verlief wechselhaft. Auf die Hoffnungen, die bei der Wende 1989 aufkamen, folgte die ernüchternde Auswanderungswelle in den bewegten Jahren danach. Ob die Entscheidung vor 100 Jahren das Schicksal der Siebenbürger Sachsen und der Rumäniendeutschen im Allgemeinen besiegelt hat, bleibt ein Thema für die Historiker der nächsten 100 Jahre. Im vollen Bewusstsein der Bedeutung seines Entschlusses betrachtet sich das sächsische Volk von heute an als Glied des rumänischen Reiches, seine Söhne und Töchter als Bürger dieses Staates. Sie haben richtig und fair gehandelt und wurden nicht so fair danach entlohnt. Mediasch, den 8. Januar 1919. Was Sie nächsten Donnerstag bei uns sehen können, das erfahren Sie jetzt. Unsere Sendung geht nun zu Ende, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Nächsten Donnerstag bin ich wieder für Sie da, ab 15 Uhr. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.